Heute tauchen wir in brandheiße Neuigkeiten ein. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, dass er sich nicht um eine Wiederwahl bemühen wird. Aber was steckt wirklich dahinter? Scene 2. Reaktionen und Spekulationen. Bidens Entscheidung zurückzutreten hat die politische Landschaft erschüttert. Manche halten es für einen klugen Schachzug, andere sehen darin ein Zeichen von Schwierigkeiten. Während seiner Amtszeit stand er unter genauer Beobachtung, besonders während der TV-Debatten mit Trump. Erinnert ihr euch? Biden wirkte da etwas neben der Spur, oder? Vielleicht lag es an Covid-19, später wurde er ja auch positiv getestet. Szene 3. Bidens Resilienz. Aber jetzt kommt die Überraschung. Trotz seines Alters hat sich Biden schnell wieder erholt. Vergleicht das mal mit einigen Leuten, die von Langzeitfolgen durch die Impfungen sprechen. Bidens Widerstandskraft sticht da deutlich hervor. Szene 4. Internationale Bühne. Vergessen wir auch nicht seine Haltung in der Weltpolitik. Vom vorsichtigen Umgang mit Putin bis zur Bewältigung von Trumps Eskapaden ist Bidens Diplomatie bemerkenswert. Szene 5. Medien und andere Themen. Inzwischen sind die Medien völlig überfordert. Statt sich auf die wirklich wichtigen Themen zu konzentrieren, spekulieren sie über Bidens Gesundheitszustand. Wie beim Prozess um die Panama Papers, wo alle Angeklagten mangels Beweisen freigesprochen wurden. Und Russland? Dort ist die Korruption so tief verwurzelt, dass die westliche Politik wie ein Kinderspiel wirkt. Szene 6. Der strategische Rückzug. Letztendlich geht es bei Bidens Rücktritt nicht nur um Alter oder Gesundheit, sondern um einen strategischen Schritt. Es geht um das große Ganze, die globale Bühne und die bevorstehenden Herausforderungen. Outro, bleibt dran, bleibt informiert und glaubt nicht dem ganzen Hype. Bis zum nächsten Reel.